Hey, Ratte! Ich glaub nicht, dass das Motorrad dir gehört. Oder wenigstens kann ich mich nicht erinnern, deinen Namen irgendwo darauf gesehen zu haben. Irre ich mich da? Bist du einer dieser Leute ohne Respekt für Privatbesitz, Bastard? Weißt du, was wir im Lager mit Leuten wie dir machen? Ich bekomme langsam einen Eindruck davon. War nur neugierig. Ich werde dein Zeug in Ruhe lassen. Noch nicht. Hey, Ratte! Ich glaub nicht, dass das Motorrad... Bist du einer dieser... Ich werde dein Zeug in... Okay, ich dachte, da passiert dann etwas anderes. Aber was sollen wir denn jetzt machen? Warte mal, gehen wir hier zur Mauer? Haben wir hier irgendwas? Nee, ne? Was ist denn hier oben? Hier war doch gerade was. Blutlache. Eine Lache aus Blut und Schlamm markiert den Ort, an dem dieser Mann, der Spitzel, angeschossen wurde. Das jagt mir einen Schauer über den Rücken. Die Täter mögen straflos davonkommen, aber es ist immer noch der Ort eines Verbrechens. Können wir hier hoch? Kommen wir da jetzt rein, oder? Ah, Tatsache. Rauchende Frau. Umgedrehte Schublade? Nichts Interessantes. Der Boden des Raums ist nur mit unnützem Kram bedeckt. Aber Moment mal. Ich glaube, da ist etwas unter diesem Stück Holz. Käfer! Umgestürztes Bücherregal. Jemand hat das schwere Regal mit all den Büchern umgestoßen. Und wenn man bedenkt, was es wiegen muss, müssen mehrere Leute daran beteiligt gewesen sein. Schlafzimmer? Die Tür scheint in eines der Schlafzimmer des Hauses zu führen. Ich kann etwas von der anderen Seite hören. Es klingt wie Geheul oder Schreie. Ja, ich denke mal, der angeschossen wurde, ne? Hier haben wir noch eine Kommode. Einige der Schubladen wurden gewaltsam aus der alten Kommode gerissen. Jetzt liegen sie zerbrochen im Zimmer verstreut. Okay, aber da können wir noch nichts mitmachen. Rauchende Frau. Eine Frau, die schmutzig und ungepflegt wirkt. Und sie scheint sehr besorgt zu sein. Könnte ihre Anspannung etwas mit dem Zustand des Hauses zu tun haben? Ich glaube eher mit dem Zustand des Mannes, der angeschossen wurde, oder? Wollen wir uns mal vorstellen? Hallo. Hey, du dreckige Ratte! Verschwinde aus meinem Haus! Hörst du mich? Raus! Tut mir leid. Wir haben nichts mehr, das du stehlen könntest. Geh zurück in deine Kanalisation, du dreckige Ratte! Hau ab! Nein, du verstehst das falsch. Ich bin nicht hier, um etwas zu stehlen. Warte mal. Warst du nicht bei dem Mann, der vorhin angeschossen wurde? Ja, mein Name ist Misha. Und dieser Mann ist mein Ehemann. Misha. Naja, klar ist die jetzt ein bisschen aufgebracht und die macht sich bestimmt ganz schön Sorgen. Deswegen hier Kettenrauch. Aber was ist passiert? Warum haben sie deinen Mann angeschossen? Das ist alles eure Schuld. Nur wegen euch Lagerratten. Einer von euch hat verraten, er würde einen Zerflossenen verstecken. Und diese Armeeschweine haben das Feuer eröffnet, ohne sich dafür zu interessieren, auf wen sie zielen. Oder wie hart mein Mann für sie gearbeitet hat. Die Frau, die die Reinigungsbrigaden aus dem Haus geholt haben, war also eine Zerflossene. Das war meine Mutter. Ich werde sie nie wiedersehen. Verdammte Drecksratten! Seid ihr denn nie zufrieden? Ihr habt Unglück in mein Haus gebracht. Ja, tut mir ja leid, Misha. Aber gut, dass du es nochmal sagst. Da fällt mir dann nämlich ein, dass wir hier noch einen Spitzel irgendwo haben, ne? Also wir müssen echt aufpassen, wem wir was erzählen. Warum ist denn hier alles über den Boden verteilt? Wurdet ihr überfallen? Sie haben uns nichts gelassen. Diese neidischen Ratten haben alles genommen. Sie haben schon seit Tagen gewartet. Als hätten diese Penner einen sechsten Sinn dafür, wo ein Zerflossener versteckt ist. Als sie gesehen haben, wie mein Mann verletzt am Boden lag, haben sie unsere Tür eingetreten und unser Haus geplündert. Penner, neidische Ratten, wovon redest du genau? Sie alle! Jeder, der im Lager lebt, ist neidisch auf uns.
neidisch darauf, wer wir sind, was wir haben, unsere Privilegien, unsere Beziehungen zur Armee. Sie sind also neidisch auf dich, weil dein Mann ein Spitzel ist. Habe ich das richtig verstanden? Nenn ihn nicht so, du Wurm! Er arbeitet mit den Gesetzeshütern zusammen. Das ist sein Job. Und bei dieser Zusammenarbeit, war es da nicht auch eine Pflicht deines Mannes, andere Zerflossene zu melden? Halt die Klappe! Halt die Klappe! Du bist auch nur neidisch. Du bist genauso wie der Rest der Ratten in diesem Lager. Und was sollen wir drei tun, wenn mein Mann tot ist? Wir werden alles verlieren. Das Haus, das Geld, die Privilegien. Tja, dann geht's dir so wie den anderen. Ja, wer wir drei? Fragen wir erstmal, wie es ihrem Mann geht. Wie geht's deinem Mann inzwischen? Er ist schwer verwundet. Eine der Kugeln hat seinen Magen durchbohrt. Er wird es nicht schaffen. Das Schlimmste ist aber, wie sehr er leidet. Er hat furchtbare Schmerzen. Wenn wir wenigstens etwas Morphium hätten, um den Schmerz zu lindern. Okay, wer wohnt denn noch hier, ihr drei? Jetzt erzähl mir nicht, du hast noch ein kleines Kind oder so. Du hast gesagt, wir drei? Gibt es noch jemanden in der Familie? Wir haben zwei Kinder, zwei kleine Jungs. Und in diesem Lager sind alle von Neid zerfressen. Jetzt werden wir Ausgestoßene sein. Niemand wird uns helfen, wenn mein Mann tot ist. Der Winter kommt. Uns wird das Geld ausgehen und meine Kinder werden hungern. Diese zwei Belger machen mich fertig mit ihren Streichen. Ich muss die ganze Zeit auf sie aufpassen. Aber sie sind meine Kinder. Und nichts von dem hier ist ihre Schuld. Hat ja auch keiner behauptet. Aber wenn du von vornherein ein bisschen netter zu den Leuten gewesen wärst, vielleicht hättest du dann jetzt auch ein bisschen Hilfe. Ist doch klar, dass du jetzt alleine dastehst, wenn du dich hier wie so eine Furie benimmst immer. Genau, was für Privilegien? Kannst du mir vielleicht helfen? Dann helfe ich dir. Was für Privilegien werdet ihr verlieren? Als ein Kollaborateur hat mein Mann immer eine Sonderbehandlung von der Armee bekommen. Großzügigere Essens- und Wasserrationen, etwas Geld, Kleidung und hin und wieder eine Kleinigkeit für die Kinder. Das wird jetzt alles vorbei sein. Wir werden nicht mal das Lager verlassen können. Wenn er stirbt, werden sie seinen Pass für das Tor holen. Wir werden hier eingesperrt sterben, wie ihr Ratten. Hat sie Pass für das Tor gesagt? Hör zu, Misha. Ich kann euch helfen. Und wie genau willst du uns helfen, Ratte? Ich muss etwas Wichtiges von außerhalb des Lagers besorgen. Während ich da draußen bin, versuche ich auch an Morphium für deinen Mann zu kommen. In der Stadt soll die Lage besser sein. Da werde ich bestimmt etwas davon auftreiben können. Aber dazu muss ich erstmal aus dem Lager rauskommen. Wie ich dir gesagt habe, mein Mann hat einen Pass, mit dem er durch das Tor kommt. Ich könnte ihn dir leihen, aber ich traue dir nicht. Ich traue weder dir noch einer der anderen dreckigen Ratten in diesem Lager. Hau ab! Verschwinde von hier! Wenn ich herausfinden will, wer ich bin, dann muss ich das Heilmittel für die Zerflossenen finden. Und dazu muss ich aus dem Lager raus. Ich werde alles tun, was nötig ist, um das Vertrauen dieser Frau zu gewinnen. Egal, wie abstoßend ihr Geschrei und ihre Beleidigungen sind, hör mir zu. Ich bin nicht einfach irgendeine Lagerratte. Ich bin ein Freund. Lass mich helfen. Du hast gesagt, du machst dir Sorgen über den kommenden Winter. Ich werde dir Essen bringen. Essen für deine Kinder. Wirst du mir dann trauen? Ich weiß nicht. Bring mir erst das Essen. Bring mir das Essen für meine Kinder und dann reden wir über den Pass, mit dem du aus dem Lager kommst. Alles klar. Okay. Und kannst du mal aufhören, mich Ratte zu nennen? Micha. Okay, da hinten können wir noch rein. Schlafzimmer des Spitzels. Na, ich denke mal, da wird sie uns nicht reinlassen. Besser nicht. Jetzt, wo ich weiß, was in dem Zimmer ist, habe ich kein Interesse daran, hineinzugehen. Oder wir gehen gar nicht erst rein. Dürfen wir denn nach hinten, Micha? Oh. Wachturm. Hi. Verdammt, nicht schon wieder. Als würde ich in einer schweren Flüssigkeit schweben, während sich alles um mich herum verändert. Oh Gott. Ich glaube, ich verliere den Verstand. Okay, und da sehen wir auch zum ersten Mal den Riss am Himmel. Das muss das seltsame Phänomen sein, von dem ich die Leute im Lager habe reden hören. Das, was kurz nach der großen Welle erschienen ist. Gott treibt seine Engel durch die Wunde, uns zu strafen. Steht in diesem Notizbuch, das ich in Rods Wohnwagen gefunden habe. Ja, das hat der
Reverend Blake gesagt. Ach, guck mal, da hinten ist die Pennertonne. Von da kommen wir. Dann müsste das hier der Wohnwagen sein, ne? Wo der Rod drin ist. Blick aufs Flüchtlingslager. Der Blick von hier oben ist unglaublich. Bevor man es nicht aus so einer Höhe gesehen hat, ist es unmöglich, einen Eindruck von der wahren Größe des Flüchtlingslagers zu bekommen. Tatsächlich. Guck mal, die ganzen Türme hier. Überall steht eine Wache drauf. Einer der vielen Wachtürme rings um das Lager. Und in jedem einzelnen von denen wartet ein bis an die Zähne bewaffneter Scharfschütze, dem es in den Fingern juckt, jemanden zu erschießen. Und die Kinder spielen mit den Steinen und werfen auf die Picks. Wir haben ja gelernt, dass die alles, was eine Waffe und einen Helm hat, Picks ist. Also ein Schwein ist. Es ist eine alte Holzpalette, auf die die Kinder eine Zielscheibe gemalt haben. In der Mitte steht das Wort Schweine. Okay, können wir mit... Diese Jungs müssen die Kinder des Spitzels und seiner Frau sein. Ist es nicht ziemlich spät für so junge Kinder, allein unterwegs zu sein? Der Ältere kann nicht mehr als 10 oder 11 Jahre alt sein. Naja, komm, die sind hier direkt hinter dem Haus, also. Und was sollen sie anders machen? Drinnen sein und zusehen, wie der Vater stirbt? Die machen sich bestimmt auch Sorgen. Können wir mit denen dann reden? Hallo, Jungs. Hallo, Sir. Was macht ihr da? Wir üben Zielen, damit wir gute Schützen werden. Eines Tages erwischen wir die Schweine, die Dad angeschossen haben. Schrecklich. Diese Kinder müssen gesehen haben, wie die Reinigungsbrigaden ihren Vater dort draußen angeschossen haben. Arme Kinder. Und, wie laufen eure Zielübungen? Im Moment ziemlich schlecht. Wir brauchen ein richtiges Ziel. Sonst werden wir die Soldaten nie treffen. Ja, wir brauchen ein besseres Ziel. Hey, hör auf mit der Ratte zu reden. Er ist keiner von uns. Du weißt, was Mom und Dad über die Leute im Lager sagen. Lass meinen Bruder in Ruhe und verschwinde, Ratte. Jawohl, du bist keiner von uns. Verschwinde, du Ratte. Ihr braucht ein besseres Ziel. Naja, okay. Euch nehme ich nichts übel, ihr seid Kiddies. Na denn, was zu essen müssen wir auftreiben? Ach, guck mal hier, Päckchen, Zigaretten. Denkt nicht mal daran, irgendwas in diesem Haus anzurühren, Ratte. Habt ihr mir und meiner Familie nicht schon genug Schaden zugefügt? Du bist nur ein jämmerlicher Dieb, wie alle anderen Schaben hier. Verschwinde! Nein, warte. Du verstehst das falsch. Ich wollte diese Unordnung nur etwas aufräumen. Ich will dir nur helfen, okay? Ach ja? Lass die Hände von unseren Sachen, du dreckige Ratte. Verstanden? Natürlich, verstanden. Naja, okay. Mann. Aber wir brauchen diesen Pass. Damit hat sie uns natürlich in der Hand.